Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von deinem Lieblingsspiel. So, wir stehen vor dem Dilemma, packen wir da jetzt 5 Kronkorken in diese Tonne oder nehmen wir uns die, um da hinten bei den Halsabschneidern geil Karten zu spielen, weil wir haben hier 6 Stück am Start. Aber das ist ein Schild und ein großer roter Pfeil, der sagt, ich soll 5 Kronkorken da reinschmeißen. Ach, es ist, ach komm, so, komm hier, wir probieren alles aus. Wir probieren alles aus, sonst. Ich schneide einfach fröhlich. Beziehungsweise. Ich kann ja auch einfach so tun, als würde ich irgendwie der Geilste sein, weißt du? Das ist ja irgendwie das Wunderwerk der Technik. So funktioniert das. Okay, ich dachte, ich könnte... Also, aber da unten... Da unten war noch einer. Da war noch ein Sechster. Oh, das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. So, jetzt habe ich meinen 7. Jetzt fehlen noch 3. Ja, genau. So, Schweinerei. Da ist noch einer. Hat noch keiner gesehen? Hat noch keiner aufgehoben? Ich bin der ehrliche Finder. So, sehr schön. 8 Stück. Fehlen. Wahrscheinlich müssen wir nur zur Kneipe. Wir sind... ja, machen wir uns nichts vor. Wir wissen genau, wo unser Freund jetzt gerade sitzt. Wir wissen das genau. So, und jetzt hier drüben nochmal. Einer. Da ist er. Sehr schön. Sehr schön. So, 10 Stück haben wir am Start. Wie sieht denn das aus? Ist er jetzt wieder am Verlieren? Ist er jetzt wieder am Verlieren oder... Ich, keine Ahnung. Ich muss mir aber überlegen, ob ich ihm nochmal helfe. Ich hab 10. Ich will mitspielen. Oh, Scheibenkleister. So, was spielen wir denn hier? Okay, er geht raus. Wir könnten jetzt hochgehen. Ich mach mal Info, ganz kurz. Okay, dann mit 2, mit 3. Ja, und wenn wir die meisten haben, dann nehmen wir uns das Ding. Und wir müssen 30 erreichen. Mehr oder gleich 30. Eine 5. Bis wohin geht's denn? Ist jetzt 5, ist jetzt geil oder nicht? Also ich müsste jetzt 2 für 5 ausgeben. Ich habe aber nur 10 Münzen. Das würde nicht mal reichen, um die 30 zu bekommen, wenn es jetzt nur 5 wären und ich würde nur immer 2 ausgeben. Aber zum Glück haben ja alle nur 2, 10 Münzen. Ich würde sagen, ich passe, wa? So, er kriegt für einen. Ist natürlich ein Schnapper. Eine 9. Ah, interessant. Ach, die anderen kriegen immer eine Münze dann drauf. Ja, für den 9 würde ich doch mal 2 geben. Arsch, der ist schon bei 14. Jetzt wird es natürlich wieder spannend. Ich könnte ja auch 2 machen. Würde er... Ach du Scheibenkleister, der andere hätte 21 und hat noch 8 Münzen am Start. Würde eine 7-2 ausgeben. Ja, ich mache einfach mal. Sieben, 8. Bitte was? Hallo? Was sind denn hier für Beträge? Ich wäre einfach mal so frech. Ich mache einfach mal 3. Er macht alle 9. Aber er hat doch jetzt gar keine Münzen mehr.
Oh, gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. So, ist natürlich immer geiler, wenn wir... Okay, 3. Die 3 würde ich mal machen. Ich mach die 3. So, zumindest eine 8. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, mit der 11 hätte er es schon gewonnen, aber er hat ja keine Münzen mehr. Wie viel hat er da gegeben? 8 Münzen. Dann wären wir im gleichen Dilemma wie unser Freund hier zur Linken. Ja, nee, das ist mir... Oh, scheiße, nee, das ist mir ein bisschen too much. Ich glaube, ich passe mal. Der andere kann sowieso nichts mehr machen, obwohl er vorne liegt. Aber mit nur 2 Münzen ist ein bisschen schwierig, nicht wahr? Holla! Ja, guten Tag! 3. Der andere kann 8 machen, was er wahrscheinlich unter Umständen auch machen wird. Dann sehen wir aber sehr alt aus. Ich würde einfach mal die 4 nehmen. Warte mal, wie viele Münzen habe ich? 13 habe ich. 13 Münzen, dann wäre ich bei 21. Oh mein Gott, ich könnte ja natürlich auch. Oh, aber mit 5 Münzen, dann hätten wir 21, eine 9. Könnte ich eine 9 mit 5 Münzen kriegen? Mit ein bisschen Glück eventuell. Mit ein bisschen Glück eventuell. Ich probiere es mal aus. Ja, besser. Her damit. Sehr schön. Oha. Oha, okay, ich mache einfach mal 2 Münzen. Ich mache einfach mal 2 Münzen. Warum nicht? Das ist jetzt noch nicht so die große Gefahr, wobei er müsste ja nur die 7. Er bräuchte ja nur noch die 7 mit 4 Münzen. Mache ich jetzt? Ja, aber gegen die anderen beiden habe ich ja keine Chance. Warum sollten die sich das nicht nehmen? Und er ist schon der 2. Heißt also, wir könnten jetzt natürlich 3 machen, ja? Ich mache einfach mal 3 und ziehe den anderen einfach mal die Münzen aus der Tasche. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, ich fange mal an mit 3. Er macht 4. Und die anderen? Ja, hallo. Na, willst du nicht auch noch? Okay, gut. Einem haben wir jetzt schön 5 Münzen aus dem Leib geleiert. Sehr schön, der ist bei 14. Eine 6. Eine 6. 2. 3. 4 Münzen für eine 6. Was bringt ihm das jetzt hier? Dann hätte er 17. Ich hätte 27. Ich bräuchte immer noch eine 3. Die Frage ist jetzt, ob ich jetzt noch 1-2 Runden spare, ja? Ob ich noch 1-2 Runden spare? Und wenn dann zum Beispiel eine 9 kommt oder vielleicht sogar eine 10, dann habe ich die meisten Chips und dann gewinne ich definitiv. Wenn ich jetzt die 4 gebe, dann habe ich nur noch 3. 3 Münzen für eine 3. Kann aber ohne weiteres von fast allen überboten werden. Ja, dann würde ich sagen, ich passe. So, sehr schön. Geil. Eine 11. Wenn er jetzt 8 macht, ich kann nicht. Scheibenkleister. Ach, wir haben genau gleich viel. So ein Ärger. Scheibenkleister, das wäre es. Genau das wäre es gewesen. Ich hoffe, in der nächsten Runde haben wir mehr Glück. Da haben wir nämlich die meisten Chips. Da hätten wir die meisten Chips und
eine 10. Ich hab gewonnen. Ja. Ja, läuft doch, wa? Ist hier, oder? Hab ich das jetzt irgendwie falsch gesehen? Ich glaube, ich hab gewonnen. Vielen Dank. Ja, jetzt nicht aufregen. Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. So schlechte Gewinner oder Verlierer irgendwie, das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Schlechte Verlierer mag keiner. So, hier, gib mir einen Lolli. Wird man jetzt gewinnen? Oder war der Gewinn die Freundschaften, die wir auf dem Weg und beim Spielen gefunden haben? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ist doch wohl nicht die Möglichkeit. So, mit denen ist nichts mehr anzufangen. Jetzt haben wir einen schönen Lolli. Ich weiß schon, wer den Lolli bekommt. So, natürlich. Ich setze mich jetzt hier schön an den Springbrunnen und starre ein bisschen in die Ferne und lutsch den einfach alleine. So, nee, komm hier. Kein Knüppel. Schnell rüber. Ja, was ist denn da los? Nicht wahr? Nein, das Kind. Hier, mein Kleiner. Ja, komm hier, rinn in die Gusche. So, und jetzt halt die Backen. Ich begehe ein bisschen Diebstahl. So, jetzt brauchen wir nur noch das Gerät hier oben. Ja, den brauchen wir. Aber wir kriegen es ja nicht hin. Warum? Die haben wir nicht mehr. Können wir eventuell das Huhn da hochscheuchen? Aber das Huhn brauchen wir für später. Ich brauche nur noch diese Maske. Oder den Schädel, besser gesagt. Kann ich mit dem Huhn irgendwie was anfangen? Nee, funktioniert natürlich nicht. Kann ich schon mal... Eine Sekunde. Ach nö, nicht schon wieder. Miau. Und... Oink, oink. Erkenn dich doch, wir haben es doch schon mal gesehen. Wir haben einen Plan. Jetzt lass das Ding doch mal da oben runterfallen. Oh, so ein Elend. Ein elendiges Elend. So, kann ich jetzt eventuell, warte mal. Kann ich ihnen eventuell schon mal die Blume irgendwie geben? Boah, das geht nicht. Ich dachte, wir könnten eventuell. Könnten wir. Das funktioniert einfach nicht. Mucke ist geil hier. Schön, ich freue mich. Das ganze Spiel strotzt einfach nur so vor extrem kreativen, lustigen Ideen. Wir können hier nichts machen. Wir können nur die Inkredenzien erfahren, aber mehr auch nicht. Ach, sein Elend. Wie kommen wir jetzt da oben an den Schädel ran? Wenn die Tür zuschlägt, kann ich klopfen und schnell wegrennen. Er macht auf und dann klatscht das Ding runter. Aber es funktioniert also nicht. Beziehungsweise, warte mal. Ja, so. Und? Ja. Hallo, ich bin's. Jetzt bin ich mal. Und vielleicht schwach. Alter, Kurzzeitgedächtnis von dem möchte ich nicht haben. So, aller guten Dinge sind drei. So, machen wir vielleicht mal. Und nochmal. Jetzt mach schon! Juhu! Oh ja! Ja, mega geil! So, jetzt könnten wir mal nach hinten zum Farmer.
So, kann ich ihm jetzt einfach mal, also hier, die, zum Farmer? Nee, geht so nicht. Aber hier, hier geht's bestimmt. Machen wir so. So, jetzt erleben die kleinen Flattermänner ihr grausiges Wunder. Oh ja. Und jetzt sind sie. Es hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ja, cool. So, dann schnappen wir uns mal den Karren. Aber was soll mit dem ganzen Gemüse und so weiter? So, dann haben wir den Karren schon mal am Start. Ja, mega geil. So, ich glaube... Warte mal, wir haben den Karren. Wir haben den Karren, wir haben die Blume und wir haben das Hühnchen. Wir haben das Hühnchen. Wir haben doch alles. Haben wir nicht alles hingehauen? Mariza Kuriku Flori. Ich hab alles. La casa Kluma Kama. Alles am Start. Oh ja. Der heißt des Jahrtausends. Zerspringt der Spiegel? Schade. Upsi. Oh, scheiße. Ich hab noch gesagt, das ist der beste Plan, den ich mir vorstellen kann. Nicht. So, was zum Geier? Wo sind wir denn jetzt hier? Und wer sind wir? Hatten wir schon die ganze Zeit so eine gelben Augen? Ah, das sind Hühnchen. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt passiert. Wir sind ja immer noch zusammengebunden. Warum zum Henker ist das Hühnchen jetzt nach links rüber gerutscht? Was, warum? Es ist so blöd. Warum haben sie denn das Hühnchen eingesperrt und warum haben wir eine Fußfessel in Hühnchenform? Ist das doof? Aber wir haben die Blume noch. Ja, mega geil. Können wir? Hühnchen, wie sieht denn das aus? Kannst du? Ja, nee, es funktioniert so nicht. So, wie müssen wir tun? Und können wir, warum können wir denn selber nicht? So, haben wir mit dem Leben abgeschlossen, weil wir jetzt hier im Kerker sitzen? Mit drei Goblins und einem Hühnchen? Das verstehe ich nicht. Das ist doch alles nicht so schlimm. Warte mal. Also, wenn ich das Hühnchen jetzt ein bisschen höher ziehe, haben wir dann ein bisschen was zum Futtern. Vielleicht haben wir dann die Energie, um irgendwie einen Geistesblitz zu haben, wie wir hier rauskommen. Vielleicht probiere ich das einfach mal. Ja, genau. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen weiter nach links. Das funktioniert wirklich. Warum? Es ist blöd. Warum? Warum funktioniert... Was ist... Hä? So, warte mal. Ich muss ein bisschen weiter runter. Ja? Und... Ja, genau. Das Hühnchen ist frei. Jetzt hilf uns gefälligst. Komm ran hier. Nein, du sollst rankommen. Ja, schön hier durch. Hol den Knochen. Ja. Den Knochen brauchen wir nicht mehr. Den Knochen müssen wir nicht mehr haben. Aber was ist mit diesem Knochen? Der ist viel schöner. Und viel leckerlicher. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Wir spielen wirklich ein Hühnchen. Es ist so geil. Kann ich für kleine, Königsemus. Gäpse, nein! Oh,
scheiße, nein. Oh Gott, was? Aber naja, ist ja ein kleines Entchen drauf, wa? Das ist die Ententränke. Es ist mit viel Vitamin C, deshalb ist es auch so gelb und... Ja. Was machen die denn hier? Ach, wir sind gar nicht im Kerker. Wir sind beim Zahnarzt. Ach so, schön, nett, cool. Die Spinne da oben. Oh, die arme Spinne. Vielleicht können wir der helfen. Wie tun wir? Kann ich? Nee, das funktioniert nicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich wollte dich nur mal auf die Probe stellen. Ja, das funktioniert auch nicht, aber... Kann ich da vielleicht an der Struppe ziehen? Spinne, komm raus! Mach dich weg! Na nü? Das ist aber... Kann ich vielleicht das Seil mitnehmen? Ich kann nur rüber. Wird ihm jetzt nicht schrecklich warm? Und warum haben die alle hier... Warum zum Geier haben die hier alle... Hühnerhelme, Hühnermasken und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich jetzt rüber. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Ich weiß, wir müssen irgendwie das Schloss aufkriegen. Hallo! Kleiner Happen. Ich habe schon getrunken, jetzt möchte ich gerne ein bisschen was essen. So ein bisschen geiles Fingerfood. Komm ran hier. Cool, dankeschön. Wir haben... Ja, wir haben ja keine Taschen, wa? Wir müssen uns das ja irgendwo anders hinpacken. So, hier unten. Kann ich jetzt ihm... Ja, guck mal, ein Ei. Es ist magisch. Das Ei ist magisch. Schnüffel doch mal dran. Ja, sehr schön, sehr fein gemacht. Oh nein, die Blume. Naja, egal. Vielleicht brauchen wir sie auch nur einmal. Und es ist auch sehr gut, dass wir keine Hinweise hinterlassen, dass wir jemals da waren. Sehr gut mitgedacht, Hühnchen. Kann man jetzt die Zange nicht... Wir können die doch einfach... Vielleicht können wir das Buch noch mitnehmen. Das Buch war bestimmt super interessant. Komm, schwör... So, können wir uns hier noch ein bisschen Liebe abholen, die wir noch nie in unserem Leben erfahren haben? Ja, komm her. Oh. Der schläft. Ich glaube, der schläft. Probieren wir nochmal. Schläft der? Ich glaube, der schläft. Ist alles in Ordnung. So, hier ist noch... Okay. So, warte mal. Können wir ihm eventuell... Oh Gott, was zum Teufel? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Irgendwas anderes, außer die Sachen hochzuwirken. Oh mein Gott, wieso? Es ist doch nicht wahr. Oh Gott, kann ich eventuell? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier eventuell? Kann ich damit täten? Kann ich auch nicht. Ach, so ein Ärger. Kann ich hier drüben vielleicht diesen Nagel rausziehen mit dieser Zange? Oh Gott, ey, es ist doch nicht... Das muss wehtun. Au. Okay, jetzt habe ich einen Nagel. Eventuell kann man ja aus diesem Nagel... Dass wir hier noch durch die Gitterstäbe passen. Vielleicht kann ich ja mit diesem Nagel... Warte. Vielleicht kann ich mit diesem Nagel einen rudimentären Dietrich erzeugen. Mit meinem exorbitant kraftvollen Magen, mit dem ich auch Zangen halten kann, um Nägel aus der Wand... Also... Granitwand zu ziehen. Nicht irgendeine Wand. Hier keine Pappmaché-Wand. Hier Rigips oder sonst was. Nee, Granit. Mm.
Na los, komm runter. Du auch und du auch. Aber schlag mich nicht. Huja! Der Heist geht weiter. Sarungan. Warum kommen die Sachen manchmal aus dem Mund, ja? Und manchmal aus einem magischen Ei? Ich bin komplett überfragt. So, wir müssten... Oh, ich kann ja auch hier rauf. Und jetzt kann ich da rein. Der ist nicht besonders schön. Oh nein, noch ein Hardcore-Rätsel. Ist es sowas wie Domino? Muss ich mir die jetzt aldetisch merken oder hängt die jetzt gleich noch daneben? Falls ich dann jetzt dieses kleine Minispiel spielen sollte, ich probier's mal aus. Ich hoffe, ich bereue's nicht. Ah, das funktioniert. Also, wenn ich jetzt... Und dann... Ich brauche 4. Oh, Scheibenkleister. Okay. Ach du grüne Neune. So, wir haben das Tor. Das Tor hätte darüber hätte die Krone. Von dem Turm müssten... Ich weiß gar nicht, ob wir davon ausgehen müssen. Aber es ist der einzige Hinweis. Heißt also, vom Tor gehen wir aus. Nach oben. Das wäre die Krone. Also müssen wir zuerst... nach oben. Dann suchen wir uns mal die Krone. Die Krone hätte jetzt aber... Die Krone hätte jetzt nach links und nach rechts. Also hätte erst das Häuschen und nach rechts hätte den Mond. Haben wir irgendwo ein Häuschen? Da unten wäre das Häuschen. Dann wäre es nach unten der Stern. Oder wenn wir den Mond nehmen, dann wäre es nach unten auch der Kreis. Okay, gut, ich... Warte mal, wir versuchen uns mal beide Kombinationen zu merken. Also zuerst nach oben, ja. Dann wäre es ja beim zweiten Schritt entweder nach links oder nach rechts. Dann, wenn wir nach links gehen, also zum Häuschen, dann müssen wir im nächsten Schritt nach unten. Eins nach unten beim Häuschen, also zum Stern. Dann wäre das jetzt da, wäre jetzt das die 3. Nehmen wir aber den Mond, wäre es auch nach unten auf den Kreis. Dann wäre das die auch die 3. Und dann die 4 wäre beim Kreis, wäre ja genau da drüber, wäre dann auch nochmal nach unten. Auf den Baum, das wäre dann einmal die 4. Und wenn wir den Stern haben, dann wäre es auch einmal nach unten. Auf die Klobürste. Was auch eine Blume sein könnte. Ich bin mir unsicher. Es könnte sein. Das wäre dann auch nach unten. Okay. Beide Kombinationen sind mehr oder minder gleich. Nur einmal nach links hoch und runter und einmal nach rechts hoch und runter. Ich probiere jetzt einfach mal beide aus. So, heißt also... Hallo. Vielleicht sollte ich mich häufiger mal mehr umschauen. Ich glaube, das wäre mal von Hilfe. Ach Mensch, ey. So. Also, da ist die Sonne. Die Sonne. Es geht nach oben. Der Mond. Der Mond und nach links wäre der
Nee, nach links wäre nochmal der Mond. Also seine Spange ist ja der Mond und nach links wäre nochmal der Mond. Kann ich das irgendwie aufmachen? Was soll mir das jetzt sagen? Ich bin... Boah, das ist doch nicht die Möglichkeit. Also heißt das jetzt also. Wir haben erstmal den Mond, dann haben wir die Krone, dann haben wir das Tor und dann haben wir das Häuschen. So. Und alles führt zur Sonne? Da drunter haben wir die Sonne. Es sollte ja mehr oder minder alles zusammengehören, nicht wahr? Also, wir haben ja seine schönen Brusthaare, die runtergehen, ja, bis zum Bauchnabel. Wir stellen ja mehr oder minder eine Verbindung her. Heißt also, die beiden Sachen gehören zusammen. Denke ich mir. Ich bin mir aber unsicher. Wir können ihn leider nicht aufwecken und ihn fragen. Ach, das ist wirklich... Kann ich da noch irgendwie was tun? Nö, kann ich nicht. Heißt jetzt also. Wie kommen wir denn damit jetzt klar? Also wir haben den Mond. Wir haben das Tor. Das Tor wäre jetzt das dritte gewesen. Kann ich das Tor überhaupt auswählen? Ich kann das Tor auch auswählen. Das Tor ist das dritte. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der Mond. Der Mond wäre... Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Nach oben wäre die Krone, nach rechts wäre hier. Hier müsste der Mond sein. Hier müsste der Mond sein. Also vom Tor... Vom Tor. Eins nach oben ist die Krone. Dann geht's nach rechts zum Mond. Das wäre jetzt hier Nummer 1. Dann brauchen wir die Krone. Die ist direkt daneben. Über dem Tor ist die Krone. Nicht wahr? Es muss da sein. Alles andere wäre ja Quark. Dann wäre das dritte, wäre das Tor. Und dann das Haus. Und das Haus ist neben der Krone. Hier ist die Krone. Hier müsste das Haus sein. Irgendwas hat sich geöffnet. Ja, die Gitterstäbe. Alter Schwede. Ach, der Heist geht in seine nächste Runde. So, wir haben das Verlies hinter uns gebracht mit einem wieder kleinen netten Nüsschen, was ich auch irgendwie schneller knuspern könnte, wenn ich mich endlich mal ein bisschen mehr umschauen würde. Aber es ist, naja, es ist, wie es ist. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam und amüsant für dich. Ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mehr sehen wir dann morgen. Ciao.